Ja, zum nächsten Vortrag hier auf der Mainstage darf ich Jasper Heger auf der Bühne begrüßen vom Scooterra-Team. Und zwar zum Thema, ihr seht schon, Nachhaltigkeit und Vielfalt im Fahrzeugbau durch Modularität. Viel Spaß. Ja, das ist mein Thema. Nachhaltigkeit und Vielfalt im Fahrzeugbau durch Modularität. Ihr seht hier ein Fahrzeug und das ist ein Gogoro und der ist komplett zerlegt. Das sind ungefähr 200 Teile. Es ist ein elektrisches Fahrzeug und es wären nochmal 200 Teile mehr, wenn es kein elektrisches wäre. Hier sehen Sie eine Simson-Schwalbe. Die ist bekannt, ne? Die kennt jeder von der Straße. Die jüngste Schwalbe, die man je gesehen hat, jetzt, ja, ist 33 Jahre alt. Also das kann man sehen, ja. Jedes Mal, wenn ihr eine Schwalbe seht, Minimum 33 Jahre, ist das Ding schon unterwegs. Die Firma existiert seit 2002 nicht mehr, soweit ich weiß. Ja? Das heißt, die Fahrzeuge werden seit ewig nicht produziert, die Teile eigentlich auch nicht, aber die Schwalbe ist Teil der Simson-Vogelserie. Die Vogelserie besteht aus Habicht oben links, Sperber oben rechts, der nochmal um einiges schneller war, Spatz unten links und Star, genau, unten rechts. Hast recht. Ja. Die fahren auch immer noch. Die sind uralt. Ja, die wurden bis in die 70er Jahre produziert, teilweise zu sehr kleinen Stückzahlen. Wenn man jetzt genauer hinguckt, sieht man mit der Schwalbe klare Verwandtschaft, weil sie kommen aus dem Osten, da wurde mehr gespart. Das heißt, die meisten Teile waren kompatibel zueinander. Das war ein Baukastensystem, sie waren modular. Deshalb gibt es sie bis heute. Und deshalb gibt es auch Leute, die dann zum Beispiel so etwas aus einer Schwalbe machen, ja? Oder so etwas aus einem Spatz. Oder diesen Star. Das sind Lichtmaschinen. Die billigste kostet 14 Euro, die teuerste, glaube ich, über 600 Euro in einem V8 mit, glaube ich, 5 Liter Hubraum von Chevrolet. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt vor allem im Preis. Ich habe nachgeguckt, dass sie möglichst dieselben Amperezahlen haben, damit die jetzt nicht so irre verschieden sind. Aber im Grunde genommen kann man im selben Gehäuse zwischen 30 und 100 Ampere alles einbauen. Ja? Das ist, im Grunde genommen sehen die intern alle gleich aus, extern auch, aber sie haben Unterschiede in der Aufhängung. Das heißt, die Schraubpunkte, um sie einzubauen im Fahrzeug, die sind unterschiedlich. Dadurch sind sie nicht kompatibel zu irgendwas. Es gibt bestimmt 1000 verschiedene Lichtmaschinen, die immer nur in ein spezielles Fahrzeug passen, nur wegen dieser Schrauben, also dieser Schraubverbindungen. Aber im Grunde genommen eigentlich modular und alle gleich. Das sind Stoßdämpfer. Ich habe geguckt nach 27 cm langen Stoßdämpfern. Ich habe eine Firma gefragt, habe gesagt, ich möchte einen Stoßdämpfer, 27 cm. Die haben gesagt, gehen Sie doch mal nach draußen, suchen Sie sich ein Moped, ja, messen Sie dann dort an dem Moped, wie das auch aussehen soll, ja, dann die Stoßdämpfer aus. Und wenn Sie eins finden, was Ihre Maße hat, sagen Sie mir das, dann kann ich Ihnen den Stoßdämpfer geben. Ja, das ist die Ersatzteillage hier. Das ist ein Suzuki Wagon Air oben rechts und unten links ein Opel Agila. Wenn man einen Wagon Air fährt und ein Problem hat mit einem Ersatzteil, zahlt man sich dumm und dämlich. Es sei denn, man weiß, dass es eigentlich ein Agila ist und man die ganzen Teile sehr billig einfach online kriegen kann in Massen. Ja, so sieht es halt dann hier aus. Elektromobilität in der Autoindustrie. Das war der erste Tesla Roadster. Ja, das erste E-Mobil, finde ich, was man wirklich als E-Auto und zukunftsträchtig zählen kann. Das ist der modulare Elektrifizierungsbaukasten von VW. VW hat ja lange Zeit gedacht, Elektromobilität ist vielleicht nicht so das Thema. Daher haben sie dann festgestellt, dass es Sinn machen würde, eine Plattform zu bauen und alle anderen Formen und Fahrzeuge darauf zu bauen. Das heißt, ein modulares System. Für den ID haben sie dieses System hier dargestellt. Das ist in der Mitte die Batterie. Ich erkläre es mal kurz. Ihr könnt es zwar auch lesen, aber ich sage es mal kurz. In der Mitte die Batterie, hinten der Motor, vorne Ladegerät und Leistungselektronik und die High-Voltage-Verkabelung. Dann noch die Aufhängung für die Räder, also sprich, dass man das Ganze mit dem Chassis verbinden, also mit dem Rest des Fahrzeugs verbinden kann, fertig ist. Darauf basierend baut VW die ID-Klasse.
Die ID-Klasse, sieht man, ist im Design ähnlich gehalten, sind aber grundverschiedene Fahrzeuge. Das kann ein Kleinbus sein, das kann ein SUV sein, man kann damit eine Pritsche bauen, was auch immer man bauen möchte, man kann es damit machen, man nutzt immer denselben modularen Bausatz. Deshalb geht auch sowas, der Käfer, ja, neu als Bug, oder dann dieser VW eher für den amerikanischen Markt. Immer derselbe Bausatz, unten drunter modular, obendrauf völlig anderes Design. So sieht das dann von Skoda aus, kennt man ja sonst auch nicht. Und so ist es dann schon im gebauten Zustand als SUV. Das wiederum wäre auch MEB, aber Seat. Na gut, man sieht noch nicht so viel, aber auch die nutzen diese Plattform. Es gibt dann die Premium-Plattform Electric, PPE-Plattform von Audi und Porsche. Was man darunter sieht, ist weder ein Audi noch ein Porsche, es ist ein Bentley. Ja, die benutzen also auch alle wieder dieselbe Plattform im High-Class-Segment, ja, also in dem Segment, wo es dann richtig teuer wird. High-Performance. Das ist ein Tesla Model S. Wenn man jetzt sich gemerkt hat, wie das vorher aussah mit der ID-Klasse, ist im Prinzip dasselbe. Hinten ist der Motor, in der Mitte ist die Batterie, vorne ein bisschen Leistungselektronik und die Aufhängung für, also die Verknüpfung für den Rest der Karosserie des Fahrzeugs. Das ist dann das Fahrzeug. Das ist ein Scooterra von der Firma, von der ich komme. Ja? So bringen wir das Fahrzeug auf den Markt, so ähnlich zumindest, ja, weil einige Teile, die da drin sind, werden noch verändert. Das ist ein Prototyp, kann man von außen nicht wirklich sehen. So sah der vorher aus. Ja, wenn man jetzt mal guckt, das ist ja schon ein großer Unterschied. So sieht das bei dem Hersteller aus. Man kann es jetzt nicht erkennen, da stehen hunderte verschiedene Fahrzeuge. Diese hunderten verschiedenen Fahrzeugen basieren auf, glaube ich, 3 bis 5 verschiedenen Rahmen. Deshalb kann der Scooterra auf demselben Rahmen sein, wie das andere Fahrzeug gerade eben in Rot, völlig anders aussehen, aber dennoch eigentlich im Kern dasselbe sein. Es ist einfach modular. Das bin ich an der Produktionslinie. Dort werden 800 Fahrzeuge am Tag produziert. Das dauert wenige Minuten, so ein Fahrzeug zusammenzuschrauben. Ganz simpel, modular. Die Form kann man sich aussuchen. Das ist ein E-Motor, ein Radnabenmotor. Das ist innen. Die sehen sich alle gleich. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, welcher davon irgendwie 3 kW, 2 kW, 1 kW hat. Ja, wenn ich genauer hingucke, würde ich sehen, aber so sehen die auch wieder alle gleich aus und sind in allen Fahrzeugen gleich verbaut. Dennoch kann ich das Gehäuse wählen und sehen die wieder total verschieden aus. Natürlich sind sie rund, sind ja Motoren, aber ansonsten ist dem Design wieder alles an Möglichkeiten gegeben. Das ist ein Fahrzeug, das sieht eigentlich aus wie der Gogoro zu Anfang, der zerlegte. Ja? Da habe ich den Produzenten gefragt in Wuxi in China, warum sein Fahrzeug denn aussieht wie ein Gogoro. Und er meinte ganz simpel, ja, war ich bei derselben Plastikfirma und habe dasselbe Plastik gekauft. Dann hat er das mal einfach auf den Rahmen drauf gemacht und hat mal geguckt, wie es dann so aussieht und ob sie vielleicht was Ähnliches bauen wollen. So viel Flexibilität ist durch Modularität tatsächlich möglich. Also im Fazit, Massenproduktion, sprich, haben wir ja gesehen bei der Schwalbe und der Vogelserie von Simson, wenn man wenige Teile baut, die aber bei allen gleich macht, lohnt sich die Massenproduktion, werden die Teile sehr billig und können sie auch nachproduziert werden, weil es gibt nicht irgendein Spezialteil, wo man weiß, okay, da gibt es für diese Lichtmaschine meinetwegen noch 100 bis 200 Mal Leute, die für dieses alte Auto diese Lichtmaschine noch haben wollen. Lohnt sich nicht. Das produziert kein Mensch. Ja? Aber Massenproduktion, sprich überall die gleichen Teile drin, bedeutet, dass sie wirklich extrem billig werden können. Und dann lohnt sich das. Modulare Elektromobilitätsarchitektur fördert Unterschiede im Design, hat man ja gesehen. Ja? Alle haben sie dieselbe Basis, sie werden sich auch ähnlich fahren, das macht dann die Programmierung wiederum. Aber die Unterschiede liegen dann nur im Design. Da sie nur noch im Design liegen, werden sie sich natürlich Mühe geben, verschiedenes Design hervorzubringen. Ersatzteile werden kostengünstige Massenwaage, ist klar, weil durch die hohen Produktionszahlen. So entsteht dann durch den Nachhaltigkeitszwang, den man ja jetzt hat, wir haben ja jetzt nicht unendlich viele Ressourcen, das hört man ja jeden Tag mit Klimawandel und allem drum und dran, macht Modularität natürlich zeitgemäß.
weil es natürlich keinen Sinn macht, alles so zu bauen, dass man kleine Stückzahlen hat oder extra Spezialwerkzeuge oder nicht reparierbar, dass man es am Ende für die Tonne macht, weil, obwohl alles im Kern gleich ist, ja, man am Gehäuse zum Beispiel andere Schraubverbindungen macht, damit man doch nur kleine Stückzahlen hat, um es auch aus dem Markt ausschleifen zu können, wenn man es nicht mehr möchte. Das war mein Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es. Ja, gibt's Fragen bis hierhin? Nichts soweit? Dann denke ich, stehst du auf jeden Fall an deinem Stand für Fragen zur Verfügung. Ja, Scooterra, das Fahrzeug ist da, ihr könnt es sehen. Wer noch Fragen hat oder sich das Fahrzeug einfach mal ansehen möchte, kann gerne vorbeikommen. Ich habe allerdings noch eine Frage, und zwar, was unterscheidet jetzt genau euer Produkt, den Scooterra, den du gezeigt hast, jetzt von dem Original, was du danach auf dem Bild gezeigt hast? Also sag mal so, die Chinesen haben ganz andere Bedürfnisse als die Deutschen. Dementsprechend bauen die andere Motoren rein, die bauen eine andere Motoraufhängung rein, ja, also die bauen eine andere Schwinge rein, eine andere Gabel, andere Federung, teilweise die Elektronik, die Controller. Es gibt eine Menge Details, andere Schrauben. Ja. Unser Fahrzeug hat natürlich viele einzelne Bauteile, die sind anders. Aber es sind alles Massenbauteile und es basiert auf demselben Rahmen. Und es ist alles interkompatibel. Wir nutzen nur bei den verschiedenen Bauteilen, die es da gibt, die jeweils qualitativ hochwertigsten. Okay. Alles klar, danke dir. Okay.